Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Ich habe heute die Buchneuerscheinungen für den Monat Dezember für euch und damit sind es ja auch schon die letzten für dieses Jahr. Ich wollte unbedingt, dass das Format einen würdigen Abschluss findet, was gar nicht so einfach war, weil ich habe für den Dezember nicht so viele Bücher gefunden. Ich habe da immer das Gefühl, da tut sich einfach nicht mehr so viel, weswegen ich auch ein paar Bücher auf die Liste gepackt habe, die schon als Hardcover existieren, aber jetzt eben im Taschenbuchformat rauskommen. Und ja, ich glaube, das macht auch nichts, weil der Inhalt hört sich vielversprechend an, darum geht es ja. Und vielleicht kennt ihr die Bücher ja trotzdem noch nicht. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell das Jahr eigentlich vorbeigeht. Dieses Jahr war es auch extrem schlimm. Und wahrscheinlich kommt es einem auch immer schneller vor, je älter man wird. Aber gut, da müssen wir alle damit umgehen. Was mich vorab interessieren würde, ist, ob irgendein Buch auf eurer Wunschliste für Weihnachten steht. Ich persönlich muss ja sagen, dass ich gar keine Wunschliste für Weihnachten habe. Also wir schenken uns nicht großartig was. Bedeutet aber für mich auch, dass ich mich um keine Geschenke kümmern muss oder eben nur um wenige. Finde ich auch sehr entspannt. Und ja, irgendwie kann ich so auch Weihnachten mehr genießen. Es ist dann nicht so, dass ich ständig da rumhetzen muss und gucken muss, was ich für jemanden holen kann. Manchmal fehlt es einem da ja auch an Inspiration. Die Frage stellt sich jetzt gar nicht mehr so. Und die Leute, denen ich was schenke, frage ich explizit danach, was sie sich wünschen. Und dann ist die Sache auch erledigt. Finde ich top. Aber wir verlieren jetzt keine weitere Zeit. Ich starte mit einem Sachbuch dieses Mal und zwar mit Habe ich noch Hoffnung oder muss ich mir welche machen? Erscheint am 12. Dezember im Rowohlt Verlag von Till Reter. Im Beschreibungstext steht, dass angesichts der derzeitigen Weltlage, Krieg, Klima und Corona es zunehmend schwer fällt, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Doch wie kann man in diesen Zeiten Zuversicht entwickeln und damit auch für den Nachwuchs? Wie schafft man es, den Kopf angesichts eher düsterer Perspektiven über Wasser zu halten? Und es ist wirklich schlimm, wenn wir daran einmal scheitern. Der Autor denkt wohl über all diese Fragen nach und trifft damit den Nerv der Zeit. In dem für ihn so typischen Ton, nämlich sehr persönlich, reflektiert und mit Humor, macht er auf nachdenkliche Weise Mut und regt an, Zuversicht auch auf ungewöhnlichen Wegen zu finden. Es ist ein leichtes Buch über ein schweres Thema, das in der heutigen Zeit wichtiger ist als je zuvor. Ich finde es gut, dass er da so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen scheint, weil das ist etwas, wovon wir, glaube ich, eine Menge gebrauchen können momentan. Ich finde es natürlich wichtig, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, aber auf der anderen Seite frage ich mich auch oft, wie viel wirklich gut ist, also für das Individuum jetzt explizit, weil es hat, glaube ich, schon das Potenzial, dass es einen echt fertig machen kann, ne? Und man dann überhaupt keinen positiven Gedanken mehr finden kann, weil ja alles voll mit diesen Schreckensnachrichten ist. Ich muss sagen, dass ich mich persönlich da oft davon distanziere. Und ja, vielleicht bekomme ich dann tatsächlich nicht jedes Detail mit. Aber ich habe das Gefühl, dass es für mich persönlich gesünder ist, so zu handeln. Und ich glaube, da muss jeder für sich die Entscheidung treffen, was er machen möchte, was er machen kann vor allem und welchen Umgang er damit findet. Und mir persönlich hilft ja dann immer ganz viel Meditation, mich auf das Positive zu besinnen, sei es durch das Journaling oder eben durch positive Gedanken. Und damit vermeide ich eben auch in so eine Negativspirale zu kommen. Mich würde das sehr interessieren, was der Autor für Tipps hat, weil jeder geht an dieses Thema ja anders ran. Jeder nimmt was anderes für sich mit, was ihm hilft. Es ist aber schlichtweg ein Fakt, dass es jeden etwas angeht. Und dementsprechend finde ich, dass das Buch definitiv eine Daseinsberechtigung hat. Was er letztendlich draus gemacht hat, müsste man dann nachlesen. Aber auch hier, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das wirklich auch was ist, was mich persönlich sehr interessiert. Wie geht ihr damit um? Also mit all diesen Schreckensnachrichten, mit all dieser Negativität, in welcher Form auch immer, was ist da euer Ansatzpunkt? Was hilft euch am meisten? Ich glaube, das ist etwas, wovon jeder profitieren kann, wenn da auch ein bisschen was in den Kommentaren steht, weil oft ist es einem, glaube ich, gar nicht so bewusst, wie viele Menschen damit wirklich zu kämpfen haben. Im Endeffekt glaube ich nämlich, dass es jedem so geht. Das nächste Buch ist Melancholie von Jon Fosse. Erscheint im Rowohlt Verlag am 12. Dezember. Es ist kein neues Buch, es ist schon 2013 erschienen, aber kommt jetzt in einer Neuausgabe raus. Der 64-jährige Dramatiker wurde für seine innovativen Stücke und Prosa geehrt, die dem Unsagbaren eine Stimme geben. So hat sich das Nobelkomitee in Stockholm dazu geäußert. In Melancholie 1 bis 2 beschwört der Autor das Leben des norwegischen Malers
Künstlers Lars Hertervig herauf, der leuchtende Landschaften malte, an psychischen Störungen litt und 1902 in Armut starb. Fosse imaginiert die Ereignisse eines Tages, die bei Hertevig zum Zusammenbruch führten. Wir befinden uns in Düsseldorf, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und Hertevig studiert als Schüler von Hans Gude an der Kunstakademie. Er ist verrückt nach Helene Winkelmann, der Tochter seiner Zimmerwirtin. Aber das Mädchen ist gerade 15 Jahre alt. Hertevig darf sie nicht lieben. Heimgesucht von Halluzinationen, ohne festen Wohnsitz, pendelt er zwischen einem Café, in dem er den Spott seiner kultivierten Klassenkameraden erträgt, und der Wohnung der Winkelmanns, die er verzweifelt zu betreten versucht. Ein Schwebezustand, der ihn unaufhaltsam in den Wahnsinn führt. Schließlich wird er in seine Heimat abgeschoben. Die Diagnose der Ärzte lautet Melancholie. Laut einem Zitat wird Jon Fosse als der Beckett des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Und ich persönlich finde das aus unterschiedlichen Gründen spannend. Mich fasziniert daran vor allem, dass es bestimmt wieder um diesen Zwiespalt zwischen Genie und Wahnsinn geht. Er wird ein toller Maler sein, kreativ sein. Aber im persönlichen Bereich hat er so seine Schwierigkeiten. Zum einen gibt es natürlich diese Liebe, die nicht sein darf. Es macht ihn fast verrückt. Er kann sich ihr nicht annähern. Von anderen Leuten wird er verspottet, findet keinen Anschluss. Also ich stelle mir da einen Mann vor, der sehr einsam und allein unterwegs ist. Ja, der einfach keinen Kontakt zur Außenwelt findet. Und ich finde das ganz oft so, Leute, die kreativ sind, egal ob sie jetzt schreiben, zeichnen, malen, ne, wie auch immer. Es ist oft mit einer ganz, ganz großen Einsamkeit verbunden. Sie arbeiten in ihrem stillen Kämmerlein, haben nichts mit der Außenwelt zu tun und lassen sich von ihren Gefühlen leiten und inspirieren. Und oftmals sind das sehr schwere. Und da glaube ich, dass es diesen Prozess zeigen könnte. Finde ich super spannend. Ich habe bei Amazon mal geguckt, weil das Buch ja eben schon was älter ist. Es hat nicht nur positive Rezensionen, aber das ist ja auch egal. Mich würde das sehr interessieren. Ich finde auch diese Neuausgabe wunderschön und wollte euch einfach darauf aufmerksam machen, gerade weil er eben dieses Jahr auch den Nobelpreis bekommen hat für Literatur. Und ja, vielleicht ist das ja auch für euch interessant. Es geht weiter mit einem Buch, das auch schon 2022 rauskam und auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand. Jetzt am 13. Dezember kommt es im Taschenbuchformat raus. Und zwar ist es Nebenan von Christine Bilkau, erscheint im BTB Verlag. Der Roman entspinnt sich um ein verlassenes Haus in einem Dorf am Nord-Ostsee-Kanal und entfaltet einen so einnehmenden Sog, dass man es vermisst, sobald man es aus der Hand legt. Das ist ein Zitat von Daniel Schreiber. Wir befinden uns in einem kleinen Ort im Norden, kurz nach dem Jahreswechsel. Mitten aus dem Alltag heraus verschwindet eine Familie spurlos. Das verlassene Haus wird zum gedanklichen Zentrum der Nachbarn. Julia ist Ende 30 und wünscht sich vergeblich ein Kind. Und ja, vor kurzem ist sie mit ihrem Freund aus der Großstadt hergezogen und betreibt einen kleinen Keramikladen mit Online-Shop. Dann haben wir da noch Astrid. Sie ist Anfang 60 und führt in der nahen Kreisstadt eine Praxis und sorgt sich um die altgewordene Tante. Und dann ist da das mysteriöse Kind, das im Garten der verschwundenen Familie auftaucht. Sie alle kreisen wie Fremde umeinander, scheinbar unbemerkt von den Nächsten. Sie wollen Verbundenheit und ziehen sich doch ins Private zurück. Und sie alle haben Geheimnisse, Sehnsüchte und Ängste. Ihre Wege kreuzen sich, ihre Geschichten verbinden sich miteinander, denn sie suchen, wonach wir uns alle sehen. Geborgenheit, Zugehörigkeit und Vertrautheit. Das passt eigentlich auch ganz gut zu dem anderen Buch, was ich gerade vorgestellt habe, weil auch diese Figuren fühlen sich einsam. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem unserer Zeit, dass wir trotz dieser ständigen Vernetztheit alle vereinsamen, weil man weniger echten Kontakt hat. Vieles läuft nur noch digital ab. Weiß jetzt nicht, ob das konkret hier ein Thema ist, aber jeder hat halt sein eigenes Leben, hat wenig Kontakt zur Außenwelt. Der Alltag ist immer gleich, man hat sein immer wiederkehrendes Programm, was ja auch eine gewisse Routine und Sicherheit mit sich bringt. Aber macht das wirklich das Leben aus? Das ist halt, glaube ich, schon was, was man sich fragen kann. Ich philosophiere jetzt gerade einfach so ins Blaue rein, ne? Aber da kann ich diesen Wunsch sehr gut nachvollziehen, dass man irgendwann denkt, okay, ist das alles? Ich glaube, ich brauche eher den Kontakt zu anderen, muss mich ja mit ihnen austauschen. Und ich bin gespannt, wie sich diese Wege kreuzen sollen. Also
Was hat sich hier die Autorin ausgedacht? Geht es hier zum Beispiel um ein gemeinsames Hobby? Wie finden sie zueinander? An welcher Stelle kreuzen sich diese Leben? Weil es wirkt ja nicht so, als hätten sie großartig Berührungspunkte. Sie befinden sich in einem unterschiedlichen Zeitabschnitt bezogen auf ihr Leben. Und auch so ist ihr Alltag, glaube ich, recht unterschiedlich. Ich finde, das klingt toll und wollte es deswegen unbedingt mit auf die Liste setzen. Als nächstes habe ich Erzählungen auf die Liste gepackt, nämlich Der Fluss und das Meer von der Autorin des Bestsellers Sie kam aus Mariupol. Erscheint am 12. Dezember im Rowohlt Verlag von Natascha Wodin. Sie hatte zwei große Romanerfolge, nämlich Sie kam aus Mariupol und Nastjas Tränen. Und die Autorin erzählt in 5 Geschichten meisterhaft und mit großer Dringlichkeit wohl vom Gefühl des Fremdseins im eigenen Leben und schenkt ihren Figuren eine Heimat in der Literatur. In der Titelgeschichte zieht die Erzählerin eine Spur von Mariupol, wo ihre Mutter aufwuchs, bis zur Regnitz in Franken, dem Fluss, in dem diese sich das Leben nahm. Zu einer anderen Zeit in ihrem Leben verliebt sie sich in einen Fremden, mit dem sie die Magie der Musik verbindet. Oder sie beobachtet eine verwahrloste Nachbarin, die ihre Umgebung wissentlich zugrunde gehen lässt. In Sri Lanka lernt sie Hunger und extremes Elend kennen, das die Welt sehenden Auges geschehen lässt. Und in einer schweren existenziellen Krise zieht sie sich schließlich in eine Einsiedelei in den südpfälzischen Weinbergen zurück und dringt dort mit einer dunklen inneren Macht. Die Autorin führt uns auf die Nachtseite des Lebens und gibt den Außenseitern, den Einsamen und Verwundeten eine Stimme, die auch nach der Lektüre nicht verklingt. Hier steht auch noch ein Zitat, nämlich Natascha Wodins Bücher fragen, hinterfragen, suchen und entwickeln eine Erzählhaltung ganz eigener Art, deren Sog den Leser in den Glutkern politischer und menschlicher Abgründe führt. Das Zitat stammt von der Jury des Josef Breitbach-Preises. Ich denke, dass diese Erzählungen sehr dramatische Geschichten beinhalten, die aber auch zum Nachdenken anregen und auf allgemeine Missstände aufmerksam machen. Wobei, abgesehen davon geht es auch einmal um Liebe, aber ich glaube, das macht eher den geringeren Anteil aus. Ich finde es super spannend, lese ja momentan oder grundsätzlich weniger Erzählungen, weil ich immer der Meinung bin, da kann man nicht so tief in die Geschichte eintauchen. Aber ich glaube, einige von euch sind da sehr wohl dran interessiert, deswegen habe ich es auch mit auf die Liste gepackt, weil ich den Inhalt doch spannend und wichtig finde. Dann geht es weiter mit einem Buch, was etwas sonderbar oder spezielles, sage ich mal, und zwar heißt es Leoparden im Tempel, Porträts großer Schriftsteller, erscheint am 12. Dezember von Michael Maas im Rowohlt Verlag. Im Beschreibungstext steht, dass jedes große Werk der Literatur Rätsel und Geheimnisse birgt. Und nicht selten findet sich der Schlüssel zur Lösung genau an jenem Punkt, an dem sich Leben und Schreiben ihrer Schöpfer berühren. In 12 meisterhaften Porträts ist es dem Autor wohl gelungen, diese sensiblen Punkte aufzuspüren. Und er stößt dort auf ganz Unerwartetes, manchmal Erheiterndes, aber ebenso auf innere Spannungen und Abgründe. Was bedeutete es für diese Schriftsteller, die allesamt auch Getriebene waren, wenn, wie es bei Kafka, so bild wie rätselhaft heißt, die Leoparden in den Tempel einbrechen und die Opferkrüge leer saufen? Im Beschreibungstext steht, wer wissen will, wie eng Thomas Mann mit dem Teufel verbandelt war, warum Marcel Proust kein Neujahrsgeschenk duldete, warum Virginia Woolf unterm Einfluss zweier Monde stand, woran Kafkas Käfer krepierte und was Robert Musil mit dem Giftzwerg Canetti verband, ist wohl sehr gut mit diesem Buch beraten. Es soll ein Streifzug durch die Weltliteratur sein mit feiner Ironie und reich an überraschenden Einsichten. Für mich klingt dieses Buch absolut toll, weil es nicht nur um die Werke an sich geht, also ich bin ja auch großer Klassiker-Fan, sondern eben auch um die Hintergründe. Warum haben diese Autoren genau über das geschrieben? Was ist in ihrem eigenen Leben passiert, was sie in den Büchern verarbeitet haben? Und ich finde, das ist schon häufig so ein Hintergrundwissen, was fehlt, was ich früher in der Schule immer mitbekommen habe und sehr geschätzt habe. Und ich könnte das natürlich jetzt auch noch machen und immer recherchieren und so weiter. Aber ich sage euch ganz ehrlich, da habe ich halt keine Zeit und auch keine Lust dazu. Und ich glaube, so geht es auch den meisten. Obwohl das eigentlich schade ist, weil ich denke, dass man aufgrund dessen so ein Werk nicht in seiner ganzen Fülle erfassen kann, wenn man diese Arbeit nicht leistet. Und genau damit scheint sich das Buch zu beschäftigen, weswegen ich es toll finde. Ob ich das jetzt in naher Zukunft lesen würde, ja, wahrscheinlich eher weniger. Wahrscheinlich eher weniger, weil ich nicht die Geduld dazu hätte. Obwohl ich denke, es ist super wichtig. Also es spricht mich total an, ich finde es toll und ich wollte auch das mal aufnehmen, obwohl es so ein bisschen was anderes ist. Das nächste Buch ist Das späte Leben von Bernhard Schlink, erscheint am 13. Dezember im Diogenes Verlag.
Es geht um Martin, der 76 Jahre ist und von einer ärztlichen Diagnose erschreckt wird. Ihm bleiben nur noch wenige Monate zu leben. Sein Leben und seine Liebe gehören seiner jungen Frau und seinem 6-jährigen Sohn. Was kann er noch für sie tun? Was kann er ihnen geben? Was kann er ihnen hinterlassen? Martin möchte alles richtig machen. Doch auch für das späte Leben gilt, es steckt voller Überraschungen und Herausforderungen, denen er sich stellen muss. Ziemlich hohes Alter, dafür noch eine junge Frau, ein sehr junges Kind. Ich glaube, da ist es grundsätzlich halt so ein bisschen diese Frage, das hört sich jetzt gemein an, ne? Aber ich will auch nicht sagen, dass man das nicht machen soll als Mann, um Himmels Willen, aber es ist ja ein Fakt, dass die Lebenszeit begrenzt ist und logisch, dass man weniger Zeit mit seinem Kind hat, wenn man so spät erst Nachwuchs bekommt. Von daher finde ich das spannend, wie das thematisiert werden wird. Und auch so grundsätzlich diese Fragen. Er möchte für sie natürlich noch da sein, was Schönes hinterlassen, aber wie genau wird das ausgestaltet sein? Was wird er konkret tun? Und wie wird seine Familie darauf reagieren? Und damit verbunden wird es mit Sicherheit viele Punkte geben, die auf das Alter bezogen sind. Also, dass damit das Leben natürlich nicht vorbei ist, dass es immer noch vieles zu entdecken gibt. Und das finde ich schon spannend, muss ich sagen, weil ich mache mir immer mehr darüber Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht alt, ne? Anfang 30, aber die Zeit geht so schnell vorbei und ich denke mir dann immer, wow, keine Ahnung, irgendwie ist es gefühlt nur so ein Wimpernschlag und dann ist man schon 10 Jahre älter, übertrieben gesagt jetzt. Und trotzdem denke ich, dass jeder einzelne Lebensabschnitt was Besonderes bereithält. Und da würde ich mir schon erhoffen, dass das in diesem Buch auch mit abgedeckt wird. Klingt für mich toll. Nun zu einem weiteren Buch, das am 13. Dezember im Heine Verlag als Taschenbuchformat rauskommt. Es ist schon 2021 als Hardcover veröffentlicht worden. Und zwar heißt es Den Hund überleben von Stefan Hornbach. Ich glaube, das ist kein einfaches Buch. Vielleicht auch keines, was man während der Weihnachtszeit lesen möchte, aber spannend finde ich es trotzdem. Und zwar behandelt es die Frage, wie es weitergeht, wenn es nicht mehr weiterzugehen scheint. Es ist ein bewegendes Debüt des Autoren, ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung. Und es geht hier um Sebastian. Er sollte überall sein, aber nicht in seinem alten Kinderzimmer, nicht in diesem Neubaugebiet irgendwo in Deutschland. Er sollte in seiner WG sein, er sollte an der Uni sein, mit seiner besten Freundin Sue zusammen andere Jungs kennenlernen und einfach leben. Aber alles kommt anders. 3 Tumore sind in seinem Körper, 2 davon faustgroß. Die Chemotherapie muss so schnell wie möglich beginnen und Sebastian zieht wieder zu seinen Eltern. Es ist wohl eine starke Geschichte über Freundschaft und Familie, über Jungsein und Krankheit. Und der Autor legt hier wohl ein mitreißendes Debüt vor, das so selbstverständlich und bewegend von Existenziellem erzählt, wie es nur selten zu lesen sei. Ich muss sagen, solche Bücher sind, abgesehen von Weihnachten jetzt, nicht immer was für mich. Da muss ich wirklich in der Stimmung sein, wenn man das irgendwie so sagen kann. Also ich finde es wichtig, solche Themen zu behandeln. Vor allem geht es ja auch um Punkte, die für jedes Leben relevant sind. Also um Zusammenhalt, um die Familie, um die wichtigsten Menschen einfach generell in seinem Leben. Ich glaube, da merkt man dann auch gerade, wer wirklich für einen da ist und vielleicht auch, was man alles schaffen kann. Ich hoffe, dass dieses Buch gut ausgeht. Ja, ich denke, dass das wirklich auch was ist, was man vielleicht manchmal lesen sollte, wenn man sich dazu eben in der Lage fühlt, aber es ist ja etwas, was in der Realität vorkommt. Es gibt sehr junge Menschen, die von schlimmen Krankheiten betroffen sind und ich denke mir da auch ganz oft, wie kann das fair sein oder wie kann das überhaupt möglich sein, dass das passiert? Die haben noch ihr ganzes Leben vor sich und es gibt ja oft diese Fälle, dass es dann auch nicht gut ausgeht. Finde ich jedes Mal aufs Neue schrecklich, aber auch wenn das der Fall ist, ne, man kann ja im Leben auch nicht immer alles beeinflussen. Es kommt ja so, wie es kommt. Und trotzdem denke ich, dass man immer noch dafür sorgen kann, ein schönes restliches Leben zu haben. So blöd sich das jetzt anhört, ich kann ja auch eigentlich gar nicht mitreden, ne? Aber was ich damit konkret meine, ist einfach, dass ich so viele Geschichten jetzt beispielsweise auch bei Instagram schon gesehen habe, die mich wirklich fasziniert haben von jungen Menschen, die so viel Stärke und Mut aufgebracht haben und auch anderen genau das vermittelt haben, dass sie wirklich einen wichtigen Beitrag geleistet haben, so für die
gesamte Welt. Das finde ich immer sehr berührend und habe da größten Respekt vor. Es ist halt etwas, was präsent ist. Das ist ein Fakt. Und für mich ist es dann immer so, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte. Weil wegschauen, warum das, ne? Also wie gesagt, wenn ich in der Verfassung dazu bin. Es ist ja etwas, was de facto auf unserer Welt existiert. Und für mich ist es immer so, dass ich mich mit allem auseinandersetzen möchte, was da ist. Da möchte ich nicht wegschauen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass der Autor das wirklich gut gemacht haben könnte. Es gibt da viele positive Stimmen. Und finde übrigens auch, dass es mutig ist, darüber zu schreiben, weil ich stelle mir das extrem schwer vor, sich mit so einer Thematik auseinanderzusetzen. Und allein dafür haben Autoren dann auch schon meinen vollsten Respekt. Und das war es auch schon mit den Buchneuerscheinungen für den Monat Dezember. Vielleicht war ja was für euch dabei. Könnt ihr auch wie immer sehr gerne in die Kommentare schreiben oder auch gerne eure Empfehlungen ergänzen. Wie gesagt, für den Dezember habe ich gar nicht so viel gefunden, also nicht so viel Neues. Und ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.